Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem nächsten 5-Minuten-Talk hier am Tisch der Lindner Hotels mit Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels AG aus Düsseldorf. 35 Hotels in 7 Ländern heute. Und neben ihm haben wir Herrn Werner Taurer, den Geschäftsführer von Kohl & Partner mit dem Büro in München. Kohl & Partner ist Österreichs führende Hotel- und Tourismusberatung. Oder umgekehrt sollte man es vielleicht sagen, Tourismus- und Hotellerieberatung, um ganz korrekt zu sein. Ich freue mich, dass Sie beide ein ähnliches Thema sich ausgesucht haben für unseren 5-Minuten-Talk. Herr Lindner möchte sprechen über Projektfluten. Welche Hotels sind in Deutschland überhaupt noch realisierbar? Und Herr Taurer möchte sprechen über gute Voraussetzungen für internationale Markenhotels im Alpenraum? Und wir beginnen einfach mit Herrn Lindner. Weshalb macht Ihnen diese Projektflut in Deutschland so zu schaffen? Ja, in letzter Konsequenz muss man mal darüber nachdenken, wo überhaupt in Deutschland noch Märkte sind, die wirklich ein Hotel brauchen. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist immer, entwickelt man nur Hotelkonzepte, also Hotelkapazitäten, oder macht man sich mal über Hotelkonzepte Gedanken? Die dritte Frage, die sich daran anschließt, unter welchen Rahmenbedingungen werden solche Projekte kalkuliert? Mich würde wirklich mal interessieren, jetzt hier bei den vielen Gesprächen, die hier auf der Expo stattfinden, ob man sich zum Beispiel bei dem Thema Mehrwertsteuer Gedanken macht, ob das mit der reduzierten oder dem normalen Mehrwertsteuersatz ist, weil es wird eine, also aus meiner Sicht, eine Vielzahl von Projekten geben, die mit einer Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz sich gar nicht rechnen werden. Und das unter Risikoabwägung ist natürlich katastrophal. Das ist natürlich auch die Frage an die Politik, dann auch, welche Rahmenbedingungen gibt man uns für die Immobilienwirtschaft vor. Gut, über Mehrwertsteuer haben wir letztes Jahr schon sehr ausführlich geplaudert hier. Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen und auch bei den Investoren anfangen. Kann man denen denn überhaupt diese Spezialimmobilie-Hotel so klar machen? Oder ist es nicht eher deren Ego, das doch überwiegt und einfach diese Projektfluten auch provoziert? Also eine Investition in ein Hotel ist eine durchaus rationale Entscheidung, weil die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Rentierlichkeiten von Hotelimmobilien für den Eigentümer immer deutlich höher waren als andere Gewerbeimmobilien. Zumal wir gerade nach dem Ablauf jetzt der Verträge meistens deutlich weniger Geld brauchen zur Revitalisierung, wie das jetzt zum Beispiel bei Büroimmobilien der Fall ist. Wenn Sie anständige Betreiber haben und haben ein anständiges Hotelkonzept, dann ist die Zweit- und Drittverwendung von solchen Hotelimmobilien nach Ablauf der Verträge bestens gewährleistet. Und das ist jetzt, nur nach der Immobilienwirtschaft hinten ist die Ente fett, natürlich immer die ganz große Herausforderung bei solchen Investitionsentscheidungen. Allerdings, man muss sich Gedanken machen, welche Hotelkonzepte finanziert man. Ich stimme Ihnen dazu. Nochmal die Frage zu den Konzepten. Das ist das eine. Ich spüre an der Expo Real hier in diesem Jahr auch eine zunehmende Bereitschaft, intensiver wieder über Konzepte zu diskutieren, weil man es erkannt hat. Ein Konzept ist der Motor eines Hotels, eines Betriebskonzeptes letztlich auch. Trotzdem nochmal zurück zu diesen Fluten. Wenn ein Hotel gebaut ist, es funktioniert nicht, es steht aber da. Es ist immobil. Ja? Genau. Was soll man bitte mit denen machen? Gibt es da Lösungen? Betreiber sind vielleicht eher bereit auszusteigen, Banken lassen die Immobilie aber nicht fallen. Irgendwo dreht man sich im Kreis. Herr Lindner, welches Rezept können Sie denn Investoren und Banken sagen? Also wie sollte man mit drohenden Projektfluten umgehen? Also wenn Sie mir einen kurzen Werbeblock jetzt zugestehen, von den 35 Häusern haben wir etwa die Hälfte aus solchen Situationen heraus übernommen. Dieses Jahr haben wir ein Crown Plaza in Prag übernommen und ein Renaissance Hotel in Köln. Das heißt also, wir sind als Gesellschaft darauf spezialisiert, schwierige Immobiliensituationen ganzheitlich durch unser Unternehmen anzugehen und für Lösungen zu suchen. Und das ist die ganz, ganz große Herausforderung. Natürlich für jeden Investor, dass er sich bei der Unterschrift mit einem Betreiber und bei spezifischen Ausgestaltungen des Hotels darüber Gedanken macht, ob es, ich habe es eben gesagt, zweit- und drittverwendungsfähig ist. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass 20 Jahre lang immer unbeschadet dieser Vertrag läuft. Man muss im Zweifel auch in der Lage sein, so ein Hotel weitergeben zu können. Dann leiten wir doch mal über zu dem Berater hier, zu dem Hotelspezialisten Herrn Taurer von Kohl & Partner. Wie sehen Sie denn diese Problematik, Projektfluten? Sind Sie damit jetzt auch zunehmend konfrontiert im österreichischen Markt, wo Sie sehr stark unterwegs sind, aber natürlich nicht nur in Österreich sind Sie aktiv? Wie schätzen Sie das Thema ein?
Also Projektfluten im Alpenraum können wir nicht flächendeckend feststellen. Das ist punktuell für die Städte absolut gültig. Also wir haben zum Beispiel am Standort Wien eine Projektflut, das kann man ruhig so sagen. Ja. Und in Salzburg. Vielleicht in Salzburg, ja. Aber nicht quer über alle Regionen im Alpenraum. Also da haben wir sicher andere Voraussetzungen als zum Beispiel in den deutschen Städten. Mhm. Österreich lebt ja sehr stark von diesen mittelständischen Strukturen, den mittelständischen Hotels, eben sehr Ferienhotel geprägt oder fast nur Ferienhotel geprägt, kann man ja schon sagen. Welche Rolle spielen denn Marken? Nach wie vor ist das Geschäft ja fest in Familienhand. Marken versuchen hier und da einen Fuß reinzukriegen. Lindenhotels hatte und hat Hotels in Österreich, ist eines der wenigen Beispiele, wo eine Kettenstruktur mal über die Ländergrenzen hinweg geht. Wie sehen Sie das? Gibt es viele Nachfrage dafür oder müssen Sie eher selbst als Berater auch die Hotelketten animieren, um sie für dieses Resortgeschäft zu begeistern? Also grundsätzlich glaube ich, wünschen sich viele, gerade in Österreich, aber generell im Alpenraum, auch in Südtirol oder in Bayern, mehr Brands in der Szene. Ganz einfach deswegen, weil die Vertriebsstärke oder der internationale Kontext hilfreich wäre, auch diese Regionen besser zu vermarkten. Wir haben aber zwei grundsätzliche Probleme, warum sich viele Marken, viele Ketten nicht so durchsetzen, wie sie sich selber wünschen würden. Das ist zum einen nachfrageseitig betrachtet der Markt. Das heißt, der Großteil des Alpenraums konzentriert sich auf den deutschsprachigen Markt und hat mit wenigen Ausnahmen, was die internationalen Standorte wie St. Moritz, Kitzbühel oder Arosa angeht, nicht so sehr dieses internationale Überseepublikum und damit auch nicht die Chance, sozusagen mit den Brands von vornherein auf bekanntes Terrain zu stoßen. Das ist die eine Seite. Das heißt, das deutschsprachige Publikum, das die Alpen frequentiert, braucht die Brands nicht unbedingt, sucht auch nicht unbedingt nach Brands, sondern sucht dieses klassische Ferienhotel, das auch ein lokaler Betreiber führt. Das ist einmal die eine Seite, aber hier kann man auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein, das ist etwas, was wir beobachten. Zum anderen ist es eher sozusagen systembezogen, manchmal so, dass die Brands einfach mit anderen Marketing-Systemen, mit anderen Betriebssystemen agieren und sich deswegen auch am Anfang manchmal schwerer tun, weil sie einfach andere Zugänge haben. Sie haben Kohl & Partner eine Analyse gemacht und eben auch Branded Hotels verglichen mit familiengeführten Hotels. Wer schneidet denn besser ab? Wer verdient denn letztlich mehr? Also es ist grundsätzlich so, dass manchmal also die Erwartungen einfach zu hoch liegen, wenn die Brands einsteigen in diesen Markt. Das heißt also, wir haben viele Familienhotels, die beim GOP bei 18-22% liegen und das ist für viele Investoren und Betreiber dann in der klassischen Kettenhotellerie oder Brandhotellerie einfach zu wenig, um damit alle ausreichend verdienen. Was erwarten die? Da liegen wir eben, ich sage mal, die sind gewohnt, die GOPs, die sie in den Städten erreichen können und die liegen einfach ganz woanders. Ja. Ist das Thema Service, ist ja ein Thema, das aus Gastsicht sehr stark den Unterschied begründet und deswegen glaube ich, haben Kettenhotels es bisher auch sehr schwer, im deutschsprachigen Ferienhotelmarkt da Fuß zu fassen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Kommt das in Konzeptionen, in Gesprächen überhaupt vor, das Thema, oder geht es wirklich nur um Zahlen? Also wir haben ein ganz konkretes Projekt erst kürzlich abgewickelt mit einer internationalen Brand im Alpenraum, wo es genau um diese Thematik ging. Also wie kann insbesondere die Performance im Gesamtservice, also nicht nur isoliert betrachtet im tatsächlichen Service, verbessert werden, also von der Rezeption bis zum Spa. Weil hier einfach ganz andere Maßstäbe auch aus den Standards der Ketten heraus angelegt werden und auch zum Teil auf ein völlig anderes Zielpublikum hin fokussiert wurde, von der Aufsetzung der Schulungen und so weiter. Also hier musste dann nachjustiert werden, weil wir ein ganz anderes Publikum einfach haben, andere Zielgruppen haben. Wenn Sie jetzt mal schnell 5 Empfehlungen geben sollten an Ketten, wie sie einen Fuß in den Markt kriegen. Ob Österreich, ihre Alpenseite oder die deutsche Alpenseite spielt ja keine Rolle oder auch in der Schweiz. Welche 5 Punkte in welcher Reihenfolge wären Ihnen da wichtig? Und Herr Lindner kann danach sagen, ob er das bestätigt oder nicht. Also ich glaube einmal, ein wesentlicher Punkt ist, dass investorenseitig, aber auch betreiberseitig realistische Erwartungen an die Standorte und an die Projekte gerichtet werden. Das heißt, die Ertragserwartungen müssen einfach gegenüber den Städten andere sein. Und es muss realistischer gerechnet werden. Es wird zum Teil zu optimistisch dargestellt, auch von Investorenseite.
Daher also hier eine realistischere Sichtweise. Zum Zweiten müssen von vornherein, und jetzt bin ich beim Konzept, das Sie vorhin angesprochen haben, die Konzepte überdacht werden. Es ist nicht jedes brandorientierte Konzept für diese alpinen Standorte geeignet, selbst an den Top-Standorten nicht, weil wir einfach beispielsweise das Corporate Business einfach nicht übertragen können und damit auch andere Maßstäbe im Marketing angesagt sind. Das heißt, es hilft mir eine Marketingabteilung für ein 130-Zimmer-Hotel mit 8 Personen an einem alpinen Standort nichts. Ein vergleichbares Ferienhotel hat maximal 3 Leute im Marketing beschäftigt und ist trotzdem erfolgreicher. Also das kann man nicht übertragen, 1:1. Also man muss auch die Systeme überdenken und zum Teil eben auch die Mitarbeiter auf ein anderes Zielpublikum, ein ganz anderes Geschäft vorbereiten. Herr Lindner, stimmen Sie dem zu? Nein, eigentlich nicht, weil ich glaube, dass wir als Gruppe immer noch die größten Chancen haben und Vorteile haben, die Sie als Einzelhotel so nicht realisieren können. Wenn man sich das ganze Thema Distribution anschaut, auch im touristischen Bereich, ist mittlerweile ein derartig spezifisches Know-how gefragt, dass das in einem Einzelhotel durch ein Familienunternehmen kaum aufrechterhalten werden kann. Es ist derartig dynamisch, dass dieses Know-how doch gar nicht gesammelt werden kann. Die zweite Geschichte, ganz entscheidend, ich würde mich sehr dagegen verwehren zu sagen, dass in Kettengruppenhotels der Service schlechter ist. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Wir haben alleine durch die Gruppenzugehörigkeit einen ganz anderen Zugang zu qualifizierten Mitarbeitern, die teilweise auch an etwas erklärungsbedürftige Standorte dann mit uns gehen. Insofern haben wir da sicherlich einen großen Vorteil. Und dritte Geschichte ist, dass wir allein im Einkauf, wir kennen das ja alle, drüben ist Rewe, im Einkauf liegt der Segen, hat man da sicherlich schon gehört, und dass wir alleine dadurch erhebliche Vorteile haben. Also ich gebe zweifelsohne zu, dass gerade Österreich mit den familiengeführten Unternehmen natürlich ein unwahrscheinlich schönes Ambiente hat. Nur ich würde ganz gerne bei den betriebswirtschaftlichen Berechnungen immer mal schauen, ob solche Familienunternehmen die Arbeit von Familienmitgliedern auch zu Marktpreisen bewerten, wie wir das als Gruppenhotel tun müssen. Und ich glaube, dass dann die Rechnung ganz anders aussieht. Und es gibt viele Familienhotels, wo, glaube ich, Familienmitglieder weniger verdienen als der Durchschnitt ihrer meisten Mitarbeiter. Also meine Damen und Herren, Sie sehen die Projektfluten auf der einen Seite der Alpen, den Bedarf an Professionalisierung, sage ich mal ganz salopp, auf der anderen Seite der Alpen. Möglichkeiten gibt es. Bei Ihnen gibt es vielleicht ein paar Herausforderungen mehr im Moment, im deutschen Markt zumindest. Letzte Frage an Sie beide zum Thema Finanzierung auch nochmal. Wie schaut es in Österreich aus für Finanzierungen kleinerer und mittlerer Hotelunternehmen? Ich bin wieder beim Konzept. Es hängt natürlich auch davon ab, wie gut ist das Konzept. Auch letztlich davon, welcher Betreiber steckt dahinter, auch jetzt von der Unternehmerfamilie, die als Eigentümer hier fungiert und auch als Betreiber fungiert. Also das sind die zwei Hauptfaktoren. Und was kann vielleicht auch in der Vergangenheit noch vorgewiesen werden, wenn jemand sich um einen Kredit bemüht oder um eine Finanzierung bemüht? Also ich sage es noch einmal auch, um anzuknüpfen an das, was der Herr Lindner vorhin gesagt hat. Also ich bin überhaupt nicht gegen Brands, im Gegenteil, wir wünschen uns mehr Brands, das hatte ich auch eingangs gesagt. Die Frage war, welche 5 Empfehlungen gebe ich? Und ich sage noch einmal, der Gruppenvorteil, der ist unbestreitbar da. Und das ist auch etwas, was viele Einzelunternehmer erkennen und auch Banken gegenüber mittlerweile als Argument in die Waagschale werfen. Schließen sich zusammen, gründen sinnvolle Kooperationen, aber müssen da auch von den Ketten lernen. Okay, Herr Lindner, kurzes Statement zur Finanzierung im deutschen Markt. Ja, fast unmöglich. In der Zusammenfassung, die Banken haben komplett dicht gemacht. Man fragt sich immer, wo die Billionen bleiben, die Europäische Zentralbank jetzt in das Bankensystem reinpumpt. An die Hotellerie kommen sie auf jeden Fall nicht an. Man muss sich darum gucken, wo Geld ist bei Privatleuten, die Hotelprojekte finanzieren. Der 7-8% ist meines Erachtens nicht mehr das, was man in der Rendite heutzutage bringen muss. Wenn man bei der Bank 0-2% bekommt, hat man als Privatinvestor jetzt die Chance, griechische Staatsanleihen zu kaufen oder aber dann doch ein Hotel zu finanzieren. Also insofern sind wir bei Privatleuten und bei institutionellen Anlegern wieder sehr gut im Rennen. Meine Damen und Herren, die Hotellerie bleibt einfach herausgefordert aufgrund äußerer Einflüsse. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Beratungsgeschäft und Ihnen beiden zusammen eine erfolgreiche Exporeal. Vielen Dank. Vielen Dank, danke.